Hallo Freunde, ich bin Manuel und willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Ihr seht den Fahrzeug, um den heute wieder mal gehen wird. Das ist meine ATI Su-14-2, Freunde, die 8. ATI. Über die wurde schon alles gesagt. Wieso zeige ich denn euch nochmal die ATI und um was wird es heute gehen? Ja Freunde, es geht um die Klasse. Ich habe diese Art die Klasse 1 gehabt, ja, also das heißt, ich habe immer die Match mit Klasse 2, Klasse 1 gefahren. Heute zeige ich euch den Match, wo ich endlich den Meister raus habe, wo ich endlich sagen kann, ja, jetzt bin ich der Panzer-Ass mit meiner Su-14-2. Was in diesem Match passiert, werdet ihr sehen. Ich will an dieser Stelle mich bei einem Zugkameraden bedanken, bei dem Reserve-Bataillon, der mich sehr lange schon unterstützt in meiner Aufgaben. Ja, denn wir fahren immer Aufgaben, immer zu zweit. Und dieses Match, was ich euch zeige, zwar eigentlich eine Aufgabe. Die habe ich auch geschafft. Da ist noch mehr passiert. Ich habe den Panzer-Ass. Ja, ihr seht, jetzt hat meine Arti so ein goldener M, also Meistertank. Ich hoffe, dieser Match wird euch gefallen, Freunde. Und holt euch Chips und Cola, lehnt euch zurück und genießt die Show. Ich wünsche euch viel Spaß und Film ab. Hallo Freunde, ich bin Manuel und willkommen zu einem Gefecht auf Nordwesten. Ich spiele hier mit Reserve-Bataillon, der ist mit Scout unterwegs und ich bin mit meiner AT zu 14-2. Wir sind auf die 10er Match gelandet, wie ihr seht. Und ich will euch etwas zeigen. Dieser Match gab es eigentlich, ich habe eigentlich vorgehabt, die Artis Aufgaben für Jagdpanzerstück 4 zu meistern und eigentlich wollte ich nur die Aufgaben lösen, also die Aufgabe Nummer 14, wo ich 2000 Schaden machen musste. Und mein Kumpel hat gerade auch gemacht die Aufgaben für Light Tanks. Ich habe hier meine Position erreicht und habe ihm gesagt, ja, hier sind Gegner und der meinte, ja, komm, du sollst hier, wo ich scoute, schießen. Und hier waren zwei Fahrzeuge, ich habe erstmal geschossen, 300 Schaden, so was für ein Scheiß. Ehrlich, Freunde. Und ich habe volle Enttäuschung danach schon weiter versucht, diese 2000 Schaden zu ermöglichen. Ich habe dann gesagt, also Wargaming mag die Artis nicht irgendwie und mein Kumpel, ja komm, los, machen wir weiter. Ich habe ihm gesagt, ja, scout mal die zwei, weil ich wollte dieser Jagdpanzer, dieser Wappel, so nennen sie es, die Russen. Und mein Kumpel so, nee, also ich fahr mal zurück, weil ich bin da alleine, schießt eh keiner. Und ich habe dann gewartet auf irgendein Licht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, machen wir dann hier waren doch zwei gute Gegner, die ich einschießen kann. Ja, ich habe dann meinem Kumpel gesagt, so, die schieße ich jetzt an, also den M103, der ist aber aus dem Scouten-Licht jetzt weg. Und ich habe dann Kumpel gesagt, ja komm, scoute mal, den möchte ich haben. Dann habe ich mich doch für den anderen entschieden, aber mein Kumpel hat ihn dann erwischt. Ich so, okay, pfuh, was mache ich jetzt, ja, wo sind die ganzen Gegner, sehe ich niemanden. Aber ich muss euch noch etwas sagen, Freunde, nach diesem Match hat mich dann Wargaming bestraft.
genau nach diesem Gefecht habe ich immer, also weitere Gefechte mit der AT, habe immer nur gehabt, das war knapp und nicht mehr als 300 Schaden. Und warum seht ihr jetzt? Denn armer M103er, wenn der wusste, was jetzt passiert, ja, ich habe geschossen, erwischt, 1421 Schaden, Freunde. Gewaltiger hat dann gemeint, ja, gut Job, der erste 1, so, ja, nice und so weiter. Dann, ich habe dann meinem Kumpel gesagt, ja, hör mal, ich habe hier Ladezeit noch. Und mein Kumpel, der ist eigentlich zurückgefahren, um mich zu retten, denn da kam ein Lightning. Hat er ja auch geschafft. Ich habe dann gesehen, dass die Jungs oben fahren und habe dann gemeint, ja, vielleicht scouten die jemanden, ne? Und ich kann dann schießen. Denn ich muss sagen, trotz allem, trotz dieser, ja, die Arti so kacke, oder die Artis machen viel zu viel Schaden oder haben viel zu lange Ladezeit, trotz allem, genau nach diesem Match, ja, Freunde, genau, wir haben sie böse erwischt, ist meine Liebe zu dieser 14-2, also zu 14-2 noch gestiegen, Freunde. So, ich musste 2000 Schaden machen, hab auch gemacht, ich hab auch meinem Kumpel dann geschrien, ey, meine Aufgabe ist erfüllt, jetzt nur noch siegen. Und mein Kumpel so, naja, okay, dann machen wir mal meine Aufgabe. Der musste dann scouten und Schaden machen. Und der so, ja, ich hab hier zwei Atis ausgescoutet. Ich hab ihm dann gesagt, ja, kill sie, weil du brauchst deine 1000 Schaden. Was er auch machen wird, also einer davon wird er killen. Ich habe dann gesagt, okay, ich lasse dann die Arti, aber nimm mir den Wert 95er. Aber ich habe dann gesehen, dass hier unser T28 Probleme hatte, wollte ihm helfen, aber da wurde ihm schon geholfen. Leider seht ihr die Punkte nicht. Normalerweise wusste ich schon, wo T95 stand. Ja, weil da bei mir schon aufgezeichnet wurde. Das war da, wo die zweite Ati war. Und ich habe dann die zwei gesehen, habe gemeint, ja, okay, schieß mal, leider. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Auch getroffen, leider 1700. Also deswegen hat mich dann Wargaming bestraft. Hat gesagt, nee, also das. Nee, sowas soll nie wieder passieren. Da hat mir dann Matches gegeben, wo ich einfach 300-400 Schaden machen oder immer, das war knapp. Das war die Bestrafung für diesen Match, wo ich zwei gegnerische Panzer einfach weggebombt habe. Ich habe dann meinem Kumpel gesagt, ja, hier, nimm doch diesen hier 50er, und er hat gesagt, ja, ich packe ihn nicht mehr. So, okay, dann nehme ich ihn halt. Und habe daneben geschossen, habe gedacht, okay, ich habe Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ich habe geschossen und hiermit ein Sieg erzielt. So, jetzt zu der Statistik. So, Freunde, willkommen zu der Statistik. Und am Ende, als ich das gesehen habe, habe ich mich sehr gefreut, denn ich habe endlich meinem Meister bzw. Panzer auf dieser Art und eine Medaille, Freunde, eine Medaille, die ich euch jetzt zeigen werde. Also die Medaille heißt Gore-Medaille. Ich habe 4303 Schaden plus 3 Kills geschafft, bin auf dem ersten Platz. Aber ich muss auch meinen Kumpel loben. Der ist nicht unten. Als Scout hat er 1600 Schaden gemacht und 2 Kills angerichtet. Ja, wenn man vergleicht mit unserem Jagdpanzer J100, ja, was er angerichtet hat, ja, T10er Jagdpanzer 400 Schaden. Ja, da ist mein Freund absolut verdient auf diesem Platz gestiegen, weil wenn ich den Rest sehe, naja,
So, Freunde, ich bin endlich Panzerass. Wie gesagt, hier könnt ihr dann die ganzen Statistiken sehen. Ich habe mich sehr gefreut, Freunde, darüber. Erstens, ich habe die Aufgabe gemeistert. Zweitens, ich habe endlich einmal geschafft. Das, was ich eigentlich seit langem schon wollte. Ich wollte ein Panzerass auf die Art haben. Ich hatte immer Klasse 2, Klasse 1 und diesmal habe ich es geschafft, Freunde, mit diesem Match. Wie gesagt, ich kann ja auch verstehen, dass mich danach die Wargaming-Leute bestraft haben, denn solche 2 Kills, wo man 1700, 1400 Schaden macht, ja, das tut weh. Das tut für den Gegner sehr, sehr weh. So, Freunde, ich hoffe, dieser Match hat euch gefallen und dieser Match ist ein Like wert. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder mal heißt World of Tanks. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.